Herzlich willkommen zu unserer kurzen Videovorstellung von HFD Visions, unserem co-kreativen Visionsentwicklungsprozess im Hochschulforum Digitalisierung. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und möchten Ihnen gerne nachfolgend kurz skizzieren, was es mit HFD Visions auf sich hat, an wen sich unser Call for Vision Teams richtet und wie sich der Prozess gestaltet. Wenn ich von wir spreche, bezieht sich das auf unser HFD Visions Team. Dazu gehören zum einen meine Hochschulforumskolleginnen Veronika Klazema und Silke Müller, die wie ich, Jasmin Tabarian, in unserem Innovation Hub Team tätig sind, sowie zum anderen Mitglieder unserer bundesweiten studentischen Zukunftsinitiative Digital Changemaker. Mit HFD Visions möchten wir einen Rahmen bieten, um gemeinsam mutige, studierendenzentrierte Zukünfte von und mit Hochschulen zu entwickeln. Wir sprechen hier gezielt, wie in der Zukunftsforschung und im Futures Thinking üblich, von Zukünften im Plural, also entsprechend dem Verständnis, dass es nicht die eine Zukunft gibt, die uns bevorsteht, sondern vielfältige Zukünfte möglich sind und ja, abhängig von unseren Visionen, unseren Handlungen gemeinsam aktiv gestaltet werden können. Leiten werden uns im HFD Visions Prozess übergeordnete Fragen, wie zum Beispiel, wie sollen unsere Hochschulen in der Zukunft aussehen? Wie wollen wir lehren und lernen? Und ebenfalls ganz zentral, wie können wir diese möglichen Zukünfte jetzt partizipativ, aktiv, studierendenzentriert gestalten? Was macht das HFD Visions Programm aus? Zum einen geht es darum, co-kreativ sowohl Visionen als auch Action Plans zu entwickeln. Jedes Vision-Team der am Prozess beteiligten Hochschulen entwickelt also Visionen für die eigene Hochschule und legt konkrete Schritte zur Annäherung an diese Visionen fest. Wir als HFD Visions Team moderieren und begleiten den Prozess. Optional gibt es das Angebot der bedarfsorientierten Umsetzungsbegleitung. Das heißt, wir unterstützen bei konkreten Umsetzungsschritten. Das Ganze erfolgt in einem Form-Follows-Function-Modus. Das heißt, denkbar sind hier beispielsweise weitere Workshops, Themenwerkstätten, Unterstützung durch Peer-Expertise und Feedback und vieles mehr. Das gilt es dann eben gemeinsam auszuloten. Der Peer-Ansatz und die Peer-Vernetzung sind bei HFD Visions, wie auch generell im Hochschulforum Digitalisierung, überaus zentral. Bei HFD Visions bedeutet das, jedes Vision-Team entwickelt Visionen im hochschulübergreifenden Austausch mit den anderen Hochschulteams der HFD Visions-Kohorte. Und zudem gibt es natürlich auch weitere produktive Austauschräume innerhalb unserer aktiven Community of Practice im Hochschulforum Digitalisierung. Gemeinsam mit den Vision-Teams werden wir eine offene Toolbox mit Kollaborations- und Futures-Thinking-Materialien erstellen und erproben, die dann eben auch weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise durch sie eben auch weiter erweitert wird. Ja, nach diesem groben Überblick einmal rüber zu dir, Vero, für mehr Details. Ja, was ist denn wichtig und notwendig für den Visionsprozess? Als erstes darf der Wunsch nicht fehlen, sich selbst als Vertretende der Hochschule und die Hochschule im Kontext der Umwelt zu reflektieren. Und als zweites die Motivation, sich mit den möglichen Zukünften auseinanderzusetzen und die Motivation, die Zukunft der eigenen Hochschule aktiv zu gestalten. Außerdem darf nicht fehlen die Kreativität und auch der Mut, diese Kreativität zuzulassen, um die Zukunftsbilder zu entwickeln und sie aktiv anzusteuern. Ja, und da uns bewusst ist, dass Kreativsein nicht so leicht ist und nicht auf Knopfdruck funktioniert und die Visionsentwicklung einen Rahmen braucht, haben wir einige Methoden vorbereitet, die wir gemeinsam mit Ihnen erproben möchten. Genau, und an dieser Stelle noch einige Hinweise zur Teilnahme bei HFD Visions. Wir stellen es uns so vor, dass jedes Vision-Team einer Hochschule im Kernteam aus 4 bis 6 Personen besteht. Das ist erfahrungsgemäß eine ganz gute Größe für eine produktive Zusammenarbeit. Und es ist für uns auch wichtig, dass das Team divers ist. Das heißt, es ist angedacht, dass das Team aus HochschulleitungsvertreterInnen, Mitarbeitenden in strategischen Positionen und Studierenden bestehen sollte. Das ist förderlich für eine multiperspektivische Visionsbildung. Und es ist wichtig, damit wir möglichst viele Interessen der Hochschulangehörigen in diesen Prozess einbeziehen.
Unsere Zusammenarbeit wird so ablaufen, wie in dieser Timeline dargestellt. Am 20. Mai ist der Bewerbungsschluss. Bis dahin muss Ihre Interessenbekundung bei uns eingegangen sein. Anfang Juni, nach der Sichtung der Bewerbungen, melden wir uns bei Ihnen zurück. Sie können sich schon mal den Termin der HFD-Con am 30.06. vormerken, denn im Rahmen der HFD-Con wird unser Kickoff-Workshop stattfinden. Von Juli bis September ist unsere Kernarbeitsphase. Hier bieten wir Workshops, Impulsvorträge und vieles mehr an und arbeiten intensiv zusammen. Im Oktober ist dann eine Abschlussveranstaltung geplant. Hier werden wir gemeinsam Ihre Vision in einer digitalen Ausstellung präsentieren und gerne diskutieren. Und bedarfsorientiert begleiten wir Sie weiterhin gerne in der Umsetzungsphase der Action Plans. Unser Arbeitsmodus und der methodische Rahmen wird so aussehen, dass wir vor allem digital zusammenarbeiten, beides synchron und asynchron. Wie ich bereits gesagt habe, wird der Kickoff-Workshop im Rahmen der HFD-Con am 30. Juni in Essen stattfinden, in Präsenz. Eine digitale Teilnahme versuchen wir jedoch in Ausnahmefällen zu ermöglichen. Ja, und wir arbeiten mit vielfältigen Zukunftsmethoden. Wir werden sowohl kleinere Kreativitätstechniken anwenden, als auch umfangreiche Methoden, wie zum Beispiel das Future Modeling Framework des Berliner Unternehmens Novo Applied Futures. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Ja, dabei sein ist das Stichwort. Falls Sie sich mit Ihrer Hochschule und einem eigenen Vision Team bewerben möchten, ist dies noch bis zum 20. Mai 2022 mit einer kurzen Interessenbekundung möglich. Den Link zum entsprechenden Formular finden Sie auf unserer Website sowie über den hier eingeblendeten QR-Code. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit sehr, sehr gerne bei uns melden. Auf unserer Website finden Sie zudem die Möglichkeit, Direkttermine für bilaterale Gespräche zur Klärung von Fragen zu buchen. Unseren Foliensatz finden Sie auch auf der Website. Und ja, dann bleibt an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen für Ihr Interesse. Wir freuen uns schon sehr auf das Kennenlernen und auf den gemeinsamen spannenden HFD Visions Prozess und schicken für heute viele Grüße aus dem Hochschulforum.